nobody can drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me down. So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist OX Charlie und ja, ich trage gerade ein Merchandise-Pullover von einer Gaming-Organisation. Viele von euch haben mich auch gefragt, ob ich vielleicht mal selber Merchandise rausbringen könnte. Naja, also eigentlich war das eher mein Portemonnaie, was das gefragt hat. Der sind ja sogar 10 Euro drin. Listen, ich packe euch den Link zum UX-Shop einfach mal in die Beschreibung und falls ihr Bock habt, könnt ihr euch auch ein paar Motive bestellen. Also ich habe jetzt hier den Join the Army-Pulli gekauft und ich packe euch den Link einfach mal in die Videobeschreibung, ja? Denn UX-Pullis sind die neuen 187 Straßenbande-Pullis für die coolen Underdog-Kids, ja? Ich werde diesen Pulli sogar in der Öffentlichkeit rocken, meine lieben Freunde. Ich weiß übrigens gar nicht, warum ich mit einer Sniper spiele, weil ich mit der eh immer hart verkacke, aber sieht cool aus. Passt so cool wie mein UX-Gaming-Pulli. Also Roman, falls du dieses Video hier siehst, ich habe dir ja gerade finanziell geholfen. Also falls du mal einen DX-Racer-Stuhl übrig hast, hast du ja noch meine Adresse, also... Übrigens haben die letzten Effektdosen, die in dem Video versteckt waren, Jenny und Slobodan gleichzeitig gefunden. Ich weiß nicht, die haben die Kommentare einfach gleichzeitig geschrieben, deswegen weiß ich nicht, wer gewonnen hat, also haben beide gewonnen, ja? Und ihr super krasser Preis dafür ist natürlich, dass sie mich jetzt offiziell auf Instagram abonnieren dürfen. Leute, in der Beschreibung ist der Link, klickt drauf und gönnt euch wirklich. Auch in diesem Video wird wieder eine Effektdose irgendwo versteckt sein, also falls ihr sie gefunden habt, schreibt sie in die Kommentare, an welcher Stelle des Videos sie war. Und wisst ihr, was mein Bruder und meine Mutter mir heute mitgebracht haben? Und das in einem fucking halben Liter. Daddy. Aber wisst ihr, was mich gestern richtig abgefuckt hat, verdammte Scheiße? Ich muss noch für ein Schulprojekt etwas bei Sony Vegas machen, ja? Und ich habe einfach bis 3 Uhr fucking morgens geschnitten. Und nachdem ich mit dem Schneiden fertig bin, will ich es ausrendern. Und was ist da? Was ist da? Ein verfickter Black Screen, Black Screen, Black Screen, oh yeah. Black Screen. Ein fucking Black Screen. Die ganze Datei war nur ein einziger Black Screen. Der ganze verfickte Tag war im Arsch, dann konnte ich mein Projekt nicht abgeben und es war einfach eine Enttäuschung, ja? Ich bin einfach von der Schule gekommen, hab was gegessen und hab geschlafen und das war so ungefähr der ganze Tag, ja? Deswegen kommt dieses Video leider erst am Freitag, so wie es aussieht. Tut mir natürlich wie immer leid, aber naja, ich muss ja Videos machen, weil Abi wird, glaube ich, nicht so gut, deswegen ich will ja nicht noch einen normalen Beruf machen später, ja? Ich denke mal, da könnt ihr mich alle nachvollziehen. Übrigens, wo wir gerade von Black Screen reden, ich soll ja immer MarsXD grüßen, dass sagt ihr mir wirklich jedes Mal, wenn wir im TS zusammen labern. Ich und Marci führen auch nebenbei eine kleine No-Homo-Beziehung, müsst ihr wissen. Und da sendet er mir natürlich auch ab und an mal ein paar versaute Sprachnachrichten. Fotze! Ist er nicht süß? Love is in the air. Oh, come on! Wir spielen ja auch gerade hier mit der UX-Stylers-Klasse, müsst ihr wissen. Also nicht wundern, warum ich jetzt so abgehe. So viel zu abgehen. Ey, du! Fotze! What the fuck? Wisst ihr eigentlich, wie es aussehen würde, wenn ich ein Mädchen wäre? Viel Glück an alle, die heute noch einschlafen wollten. Oh, Denise fragt, ob ich mit ihr zusammen streamen möchte. Nein, die hat viel zu wenige Follower, dass ich in den Stream von der kommen würde, Alter. Was denkt sie, wer sie ist? Wie dreist war das denn bitte? Nein, Leute, ich packe euch mal ihren Twitch-Link in die Videobeschreibung und dann könnt ihr einfach mal ein Follow da lassen, wenn ihr darauf Bock habt, ja? Sagen wir es einfach mal so, sie ist 19, ist eine Blondine, spielt Call of Duty und ist bei UX Gaming. Verdammte Scheiße, was wollt ihr denn mehr? Boobcam ist auch bald im Stream vorhanden, also Entertainment ist auch geboten. Ab und an schaut allerdings mal UX Charlie in den Streams vorbei, also das wäre ja schon wieder ein Grund, da nicht hinzugehen, ja? Bloodthirsty, Bitch! Oh, come on! Also ja, das war's fürs Video heute. Ich hoffe mal, wie immer, es hat euch gefallen. Gebt eine Bewertung auf jeden Fall ab, wenn euch das Bild von mir als Mädchen verstört hat. Und natürlich auch, wenn euch das Video einfach so gefallen hat, Bewertungen sind eigentlich immer cool. Oder schreibt in die Kommentare, ob ich auch mal mit Boobcam machen soll. Also ich mache jetzt immer so ein bisschen, also man sieht so viel, Alter, so ein bisschen. Also ich muss mich noch steigern, ja. Aber dafür halte ich ab und an mal Effekt in die Kamera und das ist eh viel pornöser. Und ja, das war's von diesem Video, Leute. Das war ein ziemlich random Video, aber ich hoffe mal echt, es hat euch gefallen. Jetzt mache ich nochmal einen Kill für euch, jetzt extra einen Ehrenkill. Na komm schon, das war doch ein schöner Kill. Also das war's von mir, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. No, no, no. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. You niggas follow behind. You never cross the... What the fuck?